Im ZDF gibt es auch ein Projekt mit dem ZDF zusammen und mit der ARD. Da kann ich aber noch nicht so viel sagen. Hängt mit diesem jungen Angebot zusammen, was es da geben soll. Hat auch mit Lernvideos zu tun und so, aber das Cool. kann ich noch nicht so sagen. Wird dann Anfang nächsten Jahres mehr kommen. Cool. Und langfristig für dich, was hast du für dich als Lebensplan? Hast du was, wo du sagst, that's the very reason for my existence? So dieses, Also, deshalb bin ich da. Das soll ich anders sein, wenn ich weg bin. Ich sage mal, ich möchte den Platz da, an den ich geschickt worden bin, besser hinterlassen, als ich ihn vorgefunden habe. Ja, das ist wirklich eine ganz große Frage, über die ich mir natürlich auch Gedanken mache. Und Ja, wenn ich es um weiß die es. Arbeit geht, möchte ich einfach generell dieses Thema Geschichte gerade bei jungen Leuten noch präsenter haben. Ich möchte, dass junge Leute sich noch mehr mit historischen und auch mit politischen Themen auseinandersetzen. Das ist so ein allgemeines Ziel. Und ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, aber muss auch nicht sein, ja, mich mal politisch zu engagieren. Ich will, also klar kann man mit Videos dafür sorgen, dass die Welt zu 0,00001% ein bisschen besser wird, aber wirklich was bewegen, kann man ja vor allem auch, wenn man sich politisch engagiert. Herzlich willkommen heute wieder zum Lernen der Zukunft Expertentalk. Und heute habe ich einen wieder mal sehr spannenden Gast für Sie. Viele von Ihnen werden ihn schon kennen, der Mr. Wissen to Go. Also nicht nur Kaffee gibt zu mitnehmen, mittlerweile gibt es auch Wissen zu mitnehmen und das von einem ganz sympathischen jungen Mann, der mir heute hier gegenüber sitzt. Das ist der Mirko Drotschmann, den ich einmal erstens herzlich willkommen heiße bei Lernen der Zukunft. Hi. Dankeschön. Na, hallo. Servus, lieber Mirko. Du bist ja zu einer gewissen Art von Berühmtheit gelangt, nicht nur über deine Online-Präsenz in YouTube, sondern viele kennen dich tatsächlich aus dem realen, aus dem richtigen, aus dem noch am Kastel, am stehenden für viele Fernseher. Wie bist du denn da reingestolpert, da irgendwas Volontariat und Journalistik und wie kommst du da dazu, das machen zu wollen? Was ist der Hintergrund? Also ich fand Journalismus schon immer spannend, wobei das ist gelogen, nicht schon immer, aber so mit 15, 16 hat es angefangen, da habe ich in der Schülerzeitung angefangen, weil mich ein Kumpel, mit dem ich Fußball gespielt habe, immer genervt hat und gesagt hat, komm mal da in die Schülerzeitung rein, wir sind so wenige und so. Und der hat mich jede Woche genervt und bin ich halt mal reingegangen, um nicht mehr genervt zu werden. Und ich fand es dann aber so Okay. cool, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich irgendwann gemerkt habe, das ist auch das, was ich nach der Schulzeit, nach dem Abi machen will. Und dann habe ich nach dem Abi bei einem Radiosender ein Praktikum gemacht, durfte dann dort auch anfangen zu arbeiten. Und zu dem Zeitpunkt war es immer mein Traum, Radiomoderator zu sein. Und das durfte ich dann auch sein. Habe eine Morningshow moderiert bei einem jungen Programm im Südwesten. Und das ist aber dann schon der Ritterschlag, gell? Weil Morning Show ist meistens die meistgehörte in einem Radiosender. Ja, ich muss sagen, ich bin da eher so reingerutscht, weil dann ein paar Leute aufgehört haben und das Personal knapp war. Also es lag, glaube ich, nicht unbedingt daran, dass ich so gut war. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde nie wieder eine Morningshow moderieren, weil es ist früher aufstehen ist das eine. Das andere ist, also zumindest in einem Formatradio würde ich keine Morningshow mehr moderieren, weil du bist halt getaktet, ganz eng, Ja. darfst am besten nur eine Minute lang pro Wordbreak was erzählen und spielst immer die gleichen Lieder und so. Naja, ist ja kein Geheimnis. Also auf Dauer war Einfach. das dann nicht für mich. Ich weiß nur, dass die Quote meist am besten ist in der Morningshow. Die ist am besten in der Morningshow, klar, weil wenn Leute Radio hören heutzutage, dann machen sie es morgens. Früher war es abends, als das Fernsehen noch nicht so als Konkurrent war oder heute das Internet. Aber heute, klar, man kennt es ja von sich selber auch, beim Frühstück, auf dem Weg zur Arbeit, unter der Dusche, da hört man Radio und hat auch noch Zeit, sich darauf zu konzentrieren. Und deswegen ist so die Zeit zwischen 6 und 9 Uhr eigentlich so die wichtigste im Radio. Die wichtigste Stunde ist die 7-Uhr-Stunde und der wichtigste Platz 7:10 Uhr. Da müsste man darauf achten, das ist nämlich dann immer der Zeitpunkt, in dem die ganzen wichtigen Gewinnspiele und so stattfinden im Radio. Genau. Und das habe ich dann gemacht eine Weile und also Radio ist auch nach wie vor eine Sache, die ich total Das war toll normale Moderation, so Radio, Ansagen von Wetter und heute ist schon wieder Montag, nur mehr 4 Tage bis schön. finde. Ja, genau, So aber wie da. Leute programmieren auf Arbeit ist scheiße, ja. Also man muss sagen, es war ein öffentlich-rechtlicher Sender, da war schon durchaus noch mehr Substanz da und ein bisschen mehr Okay. Inhalt, zum Glück. Also nicht nur Katzenberger und Wochenende Fußball. Genau. Also da sind auch schon mal aktuelle politische Themen und so angesprochen worden. Ja, das habe ich ein Jahr gemacht, habe auch noch ein paar andere Sachen bei dem Sender gemacht. Als Weiter. Praktikant. Nee, das Praktikum nur einen Monat und Angestellten. danach wurde ich quasi übernommen als freier Mitarbeiter, habe parallel meinen Zivildienst gemacht. Parallel meinen Zivildienst. Ja, das war ein ganz toller Respekt.
Zivildienst, nämlich so ein Nachtbereitschaftsdienst in einem Heim für betreutes Wohnen. Und da konnte ich dann tagsüber beim Sender arbeiten und abends saß ich da und habe auf einen Notruf gewartet, der meistens nicht kam und habe dann geschlafen. Also war ganz gut. Aber natürlich auch so ein bisschen immer die Angst, so, ja, was passiert jetzt eigentlich, wenn ein Notruf losgeht und da ist wirklich was Schlimmes irgendwie geschehen. War zum Glück bei mir nie der Fall. Aber das lief dann immer so parallel, genau. Das habe ich ein Jahr lang gemacht. Und dann noch ein weiteres Jahr drangehängt, nur gearbeitet und habe ich angefangen zu studieren, Geschichte und Kulturwissenschaft, und durfte weiter auch arbeiten bei dem Radiosender, und das fand ich auch wirklich, das war eine tolle Sache, das war so viel Learning by Doing und man durfte einfach machen und von Politik bis Musikjournalismus war da alles dabei. Also hast du da einen Mentor gehabt für dich, der dich irgendwie, oder hast du dir da selber vorankämpfen müssen? Teils. Also es gibt sogenannte Airchecks im Radio. Da hört dann jemand sich mit dir deine Sendung an und sagt dir, was du besser machen kannst. Und ansonsten, also es kommt immer darauf an, bei mir war es so, dass man das meiste dann halt sich schon selber irgendwie drauf schaufelt. Man spricht mit älteren Kollegen natürlich, hört sich vieles an von anderen, die man bewundert, und das bringt einen dann auch voran. Aber so einen richtigen Mentor hatte ich jetzt in der Zeit nicht. Aber es war nicht schlimm. Also ich hatte viele tolle Kollegen, von denen man viel lernen konnte. Genau, und hab dann wirklich eine ganze Weile Radio gemacht, dann auch noch bei einem anderen Sender nach dem Studium moderiert. Und wir dann sind aber, jetzt so 2005 rum oder sowas, oder? Nee, 2005 habe ich Abi gemacht und studiert habe ich bis 2010. Und danach ging es dann weiter mit eben bei einem anderen Radiosender noch und bei den Kindernachrichten Logo vom ZDF produziert habe ich dann auch. Ja, kenne ich. Angefangen. Kika hat es da schon gegeben, ja. Hat es ja schon gegeben, auf jeden Fall, genau, ja. Und ich fand das einfach spannend. Hast Sendung du die Initiative beworben, oder das ist ja in Mainz, das ist ja wieder woanders, oder? Du wohnst ja woanders. Genau, ich komme aus Karlsruhe ursprünglich und habe dann mich da beworben auf ein Praktikum und durfte das Praktikum auch machen. Bei Logo. Bei Logo, genau, und dann war es dann auch so, dass ich danach dort weiterarbeiten durfte als freier Mitarbeiter. War wirklich eine schöne Sache und das habe ich dann... Also du warst eigentlich immer schon selbstständig? Ja, jein, also selbstständig. Freier Mitarbeiter ist ja eine Art von Selbstständigkeit. Ja, es ist so ein Pseudo-Ding. Also ja. Es kommt auf den Sender an, bei dem man arbeitet, bei den Öffentlich-Rechtlichen. Also du zahlst selber deine Versicherungen, du zahlst selber? Ja, nicht unbedingt. Also es kommt dann wirklich immer auf die Sendeanstalt an. Die eine ARD-Anstalt macht es so, die andere nicht. Also beim NDR zum Beispiel war ich selbstständig, beim SWR nicht. Es ändert sich aber auch ständig. Aber ich hatte zumindest immer die Garantie, eine bestimmte Zahl von Tagen im Monat zu arbeiten. Das war ganz gut, hat einem Sicherheit gegeben. Also ich war da eigentlich schon voll beschäftigt und habe das eine Weile gemacht. Und dann habe ich auch ein journalistisches Volontariat drangehängt beim SWR. Ich durfte das machen, es ist ja auch nicht so einfach, das zu bekommen, und habe ich die Chance bekommen, das war wirklich super. Das ist so, ja, alle wollen sie irgendwas mit Medien. Genau, und natürlich auf die wenigen Plätze bewerben sich dann sehr viele. Ich glaube, bei uns war es 300 und am Schluss waren wir zu 10 oder 11, die es dann bekommen haben. Also ja, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt an mir lag. Vielleicht hatte ich auch einfach Glück, ich weiß es nicht. Aber es war toll, weil ich da auch tolle Kollegen hatte und weil man alles, was man vorher so bei Learning by Doing sich drauf geschafft hat, nochmal sehr fundiert gemacht hat. War das eine Art Ausbildung dann, oder? Genau, also Volontariat geht mal 2 Jahre, mal 1,5, beim SWR geht es 1,5. Und da ist man dann in verschiedenen Redaktionsstationen, arbeitet ganz praktisch und ist tatsächlich wie eine Ausbildung dual angelegt. Man hat nämlich auch noch einen Theorieteil, dann mit ganz vielen Seminaren. Ist das so wie ein Trainee-Programm, oder? Noch ein bisschen intensiver und ein bisschen fortgeschrittener. Also da werden auch nur Leute genommen, die schon eine Erfahrung haben in dem Bereich. Und es ist wirklich in allen drei Medien, Radio, Fernsehen, Online. Und man wird da wirklich rumgereicht. Im Sender der SWR hat ja auch jede Menge Redaktionen, und da war einfach eine tolle Zeit und viele Erfahrungen, die man da sammeln konnte, und das hat mir auf jeden Fall nochmal sehr viel gebracht, das Volontariat. Okay, und also da darfst du dann überall reinschnuppern und mitmachen, oder? In der Content-Kreation bis hin zur Sendertechnik, oder ist das ausschließlich journalistisch? Also der technische Bereich ist da ein bisschen ausgeklammert, und der auch der produktionelle Teil. Es geht eher um den inhaltlichen Teil. Es war ein journalistisches Volontariat. Ich war einfach in vielen verschiedenen Redaktionen. Ich war beim Sport, ich war im investigativen Bereich bei Report Mainz. Tolle Sendung. Ah, das ist eine tolle Sendung, ja. Ja, und habe auch Landespolitik gemacht und so. Es geht dann meistens so 4 Wochen und dann kommt man wieder in eine andere Redaktion. Dann ist nochmal 4 Wochen Seminare, dann geht es wieder praktisch weiter. Ist das mit irgendeiner Uni verzahnt oder mit irgendeiner Lehranstalt, oder? Nee, das sind alles SWR-interne Seminare, und die Trainer sind meistens auch
vom SWR Leute aus der Praxis, manchmal auch von außerhalb. Aber das ist auch eine ganz gute Mischung. Auch Medientrainer, so kamerawirksam oder Sprache, Sprechtraining oder so? Ja, also Sprechtraining haben wir auch bekommen. Das gab es auch. Und das war auch Pflicht, das hat dazugehört. Egal, ob man jetzt schon vorher Erfahrung hatte. Ich hatte moderiert vorher, ein paar Dinge wusste ich, aber trotzdem war es gut. Ja, Wissen heißt noch nichts, gell? Eben, genau. Und das heißt ja nicht, wenn man schon seit ein paar Jahren macht, dass man es auch gut macht. Und es ist auch gut, sich da immer zu hinterfragen und jemanden zu haben, der einem dabei hilft. Und da waren halt wirklich alle Medien dabei. Und Fernsehen hatte ich ja eben vorher bei Logo schon gemacht, aber im Volontariat hatte ich dann die Möglichkeit, das nochmal intensiver zu machen. Und so bin ich dann mehr in Richtung Fernsehen gekommen. Finden wir da noch irgendwelche Klassiker von dir online? Zum Glück nicht. Also ich habe ganz früher, während ich damals beim Jugendradio auch gearbeitet habe, dazu gab es auch eine Fernsehsendung zu dem Radioprogramm und da habe ich dann so eine Rubrik eine Zeit lang moderiert und eine Sache war mal bei YouTube online, die habe ich da selber aus Versehen hochgeladen. Aus Versehen? Ja, es ging, bei irgendeiner Bewerbung musste ich eine Arbeitsprobe einreichen und wusste nicht, also auch blöd, ja, weil ich wusste nicht, wenn man was bei YouTube hochlädt, dass es auch andere sehen können, nicht nur die, die den Link haben. Kommt davon, was man einstellt, aber stimmt, ja. Genau, und so war das eine Zeit lang online, ist aber nicht mehr, ich glaube, man findet nichts Peinliches mehr, hoffe ich zumindest. Man kann es ja sagen, okay, Schatz, wie gut ich mich entwickelt habe. Ja, kann man sagen. Vielleicht finden andere das ja auch viel besser, was ich damals gemacht habe, als das, was ich heute mache. Ich weiß nicht. So manche gibt es garantiert, aber ich zähle mir mal nicht dazu und ich glaube die meisten unserer Zuseher heute auch nicht. Ja. Und dann bist du aber früher oder später auch beim MDR gelandet und da jetzt ziemlich gut beschäftigt, oder? Genau. Also ich habe irgendwann zwischendrin, das war 2012, das war noch vor dem Volontariat, habe ich bei YouTube angefangen, weil ich einfach YouTube spannend fand, so aus Medienmachersicht und dachte, da könnte ich auch mal was ausprobieren. Und das hast du alles selber raufgeschafft? Also hast dann so mit Camtasia schneiden oder ja, genau. Video Manager oder weiß ich nicht was, weil es ist ja plötzlich bist du in der Schneide- und Produktionsgeschichte auch mit involviert. Genau, bis heute kann ich das auch nicht wirklich gut. Also ich habe auf meinem PC ein kostenloses Schnittprogramm drauf gehabt, das habe ich dann einfach genutzt und damit geschnitten. Meine Frau, die hat auch einen YouTube-Kanal, über die bin ich auch zu YouTube gekommen und die hat mir das so ein bisschen auch gezeigt. Was nimmst du da jetzt für Software? Jetzt habe ich Final Cut Pro, ist nicht mehr kostenlos. Das ist nicht kostenlos, aber sehr kostenintensiv. Ja, das stimmt, aber im Vergleich zu anderen Programmen immer noch günstiger und es ist vor allem einfach zu bedienen. Also ich kann es auch wirklich noch nicht gut, aber für meine Zwecke reicht das einigermaßen auch. An deine Liebe magst du nicht auslagern, das magst du nicht, oder? Nee, ich glaube, die hat mit ihren Videos genug zu tun und ja. Da macht sie es hauptberuflich? Nee, sie ist Studentin eigentlich. Genau. Und ja, mit YouTube habe ich dann angefangen, habe das eine Weile gemacht, habe da mit Geschichtsnachhilfe-Videos angefangen, weil sowas einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht gab. Und da kam dann irgendwann der MDR auf mich zu und hat gesagt, hey, du machst hier Geschichte bei YouTube. Wir haben ein Geschichtsmagazin bei uns im Fernsehen. Könntest du dir denn nicht vorstellen, so in die Zukunft gedacht, dieses Geschichtsmagazin zu moderieren? Und das konnte ich mir vorstellen und haben wir verschiedene Projekte zuerst mal gemacht, um zu gucken, ob das so mit uns funktioniert und das hat ganz gut geklappt und ja, seit September 2015 moderiere ich die Sendung und parallel nach meinem Volontariat durfte ich auch bei Logo, bei den Kindernachrichten, bei denen ich ja schon vorher gearbeitet habe, dann auch vor die Kamera als Reporter und wenn die anderen Moderatoren nicht können, springe ich auch ab und zu mal in der Moderation ein. Das lief ganz klassisch über ein Casting. Die haben gesagt, wenn man ein Casting hast du nicht Bock mitzumachen und das hatte ich und so bin ich dann dahin gekommen. Und das sind so die beiden hauptsächlichen Sachen, die ich im Fernsehen vor der Kamera jetzt mache. Und die auch der Miete zahlen aktuell. Also.